Danke nochmal an unsere Freunde der Polizei. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit! Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit! Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit! Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit! Hallo! Gute Fahrt! Ich bitte nochmal die Polizei, uns einen Weg frei zu machen, damit wir unseres Recht im Grundgesetz verankert wahrnehmen können. Ich hatte noch nicht so viele Idioten in Erfurt getroffen. Klappbaren Rechner, ein Klapprechner auf den Knie, nachdem ich mir ein Brötchen gekauft habe und meine Freundin, die ich nicht habe, hat Haarverlängerung. Ja? Also so geht's auch. Ja? Aber das ist nur die Folge seit 1945 von der Besatzung. Und ich kämpfe nicht nur für Deutschland, aber auch für ganz Europa. Wir haben dasselbe Problem, wir alle. Und glaubt ihr, dass es ein Zufall ist, dass die deutschen Bundespolizei-Uniformen immer mehr amerikanisch aussehen, mit artigen Mützen? Nein, es ist alles optische Propaganda und vor der eigenen Geschichte, Tradition und Kultur. Ihr seid in Deutschland so, dass es mir weh tut, zu sehen, dass manche von der Scheiß drüber nicht genug haben. Und diese merken es nicht, aber sie sind Verräter an der eigenen Bevölkerung. Aber das ist nicht erstaunlich, mit so einem desolaten Bildungssystem kann nur sowas rauskommen. Und übrigens, vorhin wurde gefragt, wer hat ein Fernsehgerät? Und ich habe Finger hochgemacht. Ja, ich habe ein Fernsehgerät, damit ich mich auch im Fernsehen bei ZDF sehen kann. Ach,
Thorsten. Thorsten ist hier, der von der Friedensbewegung. Der hat die verschiedensten Friedensmahnwachen besucht und der hat eine ganz spezielle Mission. Also da geht er nicht nur einfach hin. Achso, ja, ich glaube, das Gerät ist an. Ja, daran liegt es. Ich habe so was herstellen lassen. Und wir werden die nächsten Veranstaltungen solche T-Shirts haben. Also, wir können schon bestellen. So, jetzt. Also, Thorsten, erzähl uns mal bitte von deiner Mission. Ja, also, ich habe Mission gerufen, Anfang Oktober und jetzt seit Anfang November bin ich jetzt für ein Jahr hier in Deutschland unterwegs. Ich bin der Mann mit Backpack und Zylinder und laufe von Mahnmacher, zu Friedensbewegungsveranstaltungen und Veranstaltungen. Ja, der Weggrund für mich war, als die EU und die NATO gesagt haben, man kann es in der Ostukraine wahrscheinlich nicht mehr friedlich regeln, kam für mich der Punkt, jetzt muss ich was tun, denn ich habe von Leben gerade mitten im Kriegsgebiet und das kann einfach nicht sein. Ja. Diese Mission mit Vision. Meine Vision ist einfach, dass wir alle am 9.11., alle, die für den Frieden sind, gemeinsam nach Berlin kommen zum Bundestag, um da für den Frieden einzustehen. Und je mehr wir sind, umso mehr können wir einfach erreichen auch. Jawohl! Der Frieden ist uns nämlich wichtig. Und gerade wenn wir heute nicht nur pauschal über den Frieden reden, sondern ganz speziell über den Atlantik zeigen, zu den Leuten, von denen die meiste Kriegstreiberei ausgeht, dann geht es natürlich schlussendlich auch um den Frieden. Und es ist ja so, wenn wir in Europa Frieden haben, dann geht das nur mit unseren Nachbarn zusammen und natürlich mit Russland, mit Frankreich, mit allen diesen Ländern, die uns umgeben. Und wenn die NATO immer mehr in sich zu einer Kriegstreiberorganisation